abzulegen mit der Fläche nach unten und das neutralisiert manchmal Erdstrahlen. Also ist vielleicht ein gutes Experiment, das zu versuchen. Und weil es so stark ist wie hier, bei starken Erd- und Wasseradern benutzt man auch das, was man Jerusalemkreuz nennt, zum Neutralisieren von Erdstrahlen. Das ist auch viel billiger, als wenn man diese teuren Matten kauft. So. Also das ist für mich eine Grundregel, alles was zu teuer ist, was zu viel Geld kostet, das ist für den Produzenten, nicht für uns. Der Wecker hilft auch, Elektrosmog. Und dann gibt es noch das Elektrosmog-Symbol hier, wenn wir schon dabei sind. Das ist ähnlich so wie ein Strichcode vom I Ching. Und das kann man dann auch zum Beispiel unter dem Computer platzieren, um die Strahlung zu neutralisieren. So, also das ist Erdstrahlen, Wasseradern und das ist Elektrosmog. So, das braucht ein Blatt Papier und nicht aufwendige Maßnahmen. So, jetzt wollte ich noch ein bisschen nochmal dieses Überleitungsthema fortsetzen. Und bloß, mir ist es wirklich ein großes Anliegen, damit wir nicht denken, chinesische Medizin ist so etwas Fremdes. Der Jochen Gleditsch hat ja schon Paracelsus immer wieder erwähnt. Und hier habe ich eine mittelalterliche Darstellung, dass so über den, man könnte fast sagen, über den Aufbau der Welt. Und die Welt ist natürlich hier eingebunden in ein größeres Ganzes. Hier unten sehen wir eigentlich die Welt mit den vier Elementen. Und die ist verbunden durch diese schlangenartige Bewegung, oben ausgehend von Apollo, der ist der oberste Gott ist, der mit seiner Leier die Harmonie der Sphären zum Schwingen bringt. Und dazwischen haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und hier unten ist die neunte, die neun, es sind nicht sieben Musen, sondern neun. Bloß die oberste und die unterste wird normalerweise herausgenommen. Ja, die sieben Musen sind ja die sieben klassischen Wissenschaften. Und das ist jetzt eigentlich der Weg, den die Seele nimmt von diesen, was könnte man sagen, von diesem vorhimmlischen Zustand. Und während sie auf die Erde so herabsinkt, nimmt sie von jeder Planetensphäre die Einflüsse auf. Das nennen wir dann zum Schluss das Horoskop, das herauskommt. Und in der Einflusssphäre des Mondes kommt sie dann auf die Erde und in diese Bedingtheit. Und hier haben wir die Schlange. Und das ist ja ein interessantes Bild. Die Schlange ist hier nicht irgendein dämonisches Element, sondern das ist, geht aus von Apollo, als der Wille sogar, von der obersten Gottheit. Und diese Schlange hat hier drei Köpfe. Ein Schakal, ein Hund und ein Löwenkopf. Der Schakal und der Hund, die symbolisieren Vergangenheit und Zukunft. Und der Löwenkopf ist diese ewige Gegenwart. Und wenn man sich eben wieder in diesen Löwenkopf hineinbegeben kann, in das Löwenmaul, dann eben beginnt dieser Wiederaufstieg durch diese Planetensphären, also ewige Kreisbewegung. Hier oben sehen wir die sogenannten drei Grazien. Aglaia, das ist die, die immer Gott zugewandt ist. Euphrosine, das ist die, die abgewandt ist. Und in der Mitte hat man Thalia. Das kennt man vom Thalia-Theater in Hamburg. Das ist ein berühmtes Theater. Und Thalia ist die Bewegung, die immer zwischen diesen beiden zu Gott hin, von Gott weg, manifest, nicht manifest, implizit, explizit vermittelt. So, das ist also hier eine mittelalterliche Darstellung, die ist in die Zeit projiziert. Und hier haben wir eine Darstellung vom Weißen Wolkenkloster in Peking. Das zeigt eigentlich dasselbe, nur die Chinesen projizieren das statt in die Zeit, in den Raum. Und das ist der Körper, Darstellung von der heiligen Körperlandschaft. Und das ist auch eine Kreisbewegung von oben nach unten. Und gestern habe ich diese Hexagramme angezeichnet. Die ersten sechs Hexagramme sind hier platziert. Das ist der Aufstieg. Die zweiten Hexagramme sind hier unten platziert. Das ist der Abstieg. Bei uns beginnt es in diesem Bild, im ersten Bild, beginnt es mit einer Abstiegsbewegung. Und hier beginnt es mit einer Aufstiegsbewegung, der Kreislauf. Aber im Grunde genommen stellt er dasselbe dar, dieses Bild der inneren Körperlandschaft, wie dieses
mittelalterliche Bild.